Freelancer kommt. Und zwar gewaltig. Die Weltraum-Action-Simulation in der Tradition von Elite liegt laut den Entwicklern von Digital Anvil gut im Zeitplan, der uns im Februar genannt wurde. Bis Ende des Jahres soll das Spiel im Handel stehen. Wir freuen uns, Ihnen frische Szenen direkt aus dem Spiel zeigen zu dürfen. Als Weltraumabenteurer Trent steht dem Spieler das All offen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Grenzen setzen Ihnen bei Freelancer im Grunde nur feindliche Raumschiffflotten oder Minenfelder. Das Spielfeld selbst ist fast so riesig wie der echte Weltraum. Wenn Sie möchten, können Sie stundenlang durchs All gondeln, Raumstationen besuchen und Handel treiben. Wem das zu beschaulich ist, der liefert sich stattdessen heiße Feuergefechte. Auch gegen menschliche Mitspieler darf man im Mehrspielermodus antreten. Langweilig scheint die Weltraumoper jedenfalls nicht zu werden. Und falls doch, erfahren Sie das spätestens in unserem Test. Versprochen. You must be Trent. I've been waiting for you.